In der heutigen Folge dreht sich alles darum, wie du dich so richtig mit Liebe auftanken kannst. Woran du merkst, dass es an der Zeit ist, deinen Liebesspeicher zu füllen. Ob du dafür andere Menschen brauchst und was du gleich ab heute dafür tun kannst, erfährst du heute hier bei uns. Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharawega. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deep als Deep Talk. Pudel Knockout. So, Pudel Knockout Podcast, du hörst die bezaubernde, sexy und so wunderschöne Stimme von... Dankeschön, Steffi. Und Lila. Und ich muss gerade so lachen, weil ich habe davon träumt, kommt mir gerade. Ach so. Ich habe träumt, welches Wort ich heute benutze beim Podcast, was am besten deine Stimme beschreibt. Und scheinbar ist das rausgekommen. Toll gemacht. Gern, danke, toll. Hast gut geträumt, hast dich gut in der Nacht vorbereitet. Hab mich vorbereitet. Schon vorbereitet. Bei mir, voll eingeschlagen. Also, schön, dass wir da sind, gell, würde ich sagen, wieder. Wir freuen uns riesig, wie immer. Wir freuen uns wirklich immer riesig und heute freuen wir uns wieder mega riesig. extra riesig. Wieder. Heute extra lustig, glaube ich auch. Wunderbar. Wie geht's dir, Herzelang? Sag mal so. Lustig. Lustig, gell? Ja, matschbirnig, würde ich mal sagen. Hoch 100 heute. Heute ist wirklich ganz lustig. Es ist ja gerade Montag nach dem Wochenende. Und ich weiß nicht, wo es wohnt ist, wo links, wo rechts ist, was da heute rauskommen wird. Na. Keine Ahnung. Aber ich denke, es wird lustig. Davon bin ich überzeugt. Also immer, wenn wir so anfangen mit matschbirnig und so, ist immer noch das Beste rausgekommen, muss man sagen. Wie geht's denn dir? Ja, danke. Danke der Nachfrage. Auch matschbirnig. Bei uns geht es ja immer gleich. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte, immer zwischen uns zwei, gell? Gott sei Dank. Sind immer eins. Ja. Und ja, ich freue mich drauf. Also heute ist auch so ein witziger Moment, weil wir einfach uns auch null vorbereitet haben, ich gestehe. Ja. Also wir haben schon die letzten paar, viele Wochen, Monate, den letzten Podcast-Folgen haben uns Jahre immer wirklich sehr gut darauf vorbereitet, voll zusammengeschrieben, brav, gell, Dokumente erstellt. Aber das kam auch erst irgendwann. Ja, keine Ahnung. Irgendwann am Anfang haben wir so nicht begonnen. Wir ziehen die Themen und keine Ahnung das was. Das sollten wir mal jetzt machen wieder. Ein Thema ziehen, dann haben wir keine Chance mehr gegen unseren Verstand. Wirklich, der da vorbereiten will, das sind überhaupt nicht wir. Aber es waren einfach auch wichtige Themen, das muss man auch sagen, wo es wirklich auch fachlich tief reinging. Genau. Ja, das war uns auch einfach sehr wichtig, da einfach auch von der Fachexpertise-Seite da wirklich professionell an die Sache ranzugehen. Und heute haben wir einfach, beziehungsweise wir haben letzte Woche schon beschlossen, erst lass uns wieder mal komplett freestylen, da rein rappen, was schauen wir, was dabei rauskommt. Das ist heute der Plan. Ja, also wir wissen nicht, was passiert. Wir werden heute aus dem Herzen, aus dem Bauch und aus allen möglichen Körperteilen heraus erzählen. Immer weiter tiefer runter. Und da gibt es ja auch einen Lila und Steffi Insider. So weit sind wir noch nicht, dass wir das aussprechen im Podcast. Es gibt so viele Insider, Steffi, die noch raus müssen eigentlich. Aber na, sag einmal den einen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Sag's nicht. Das ist ja sogar mir ein bisschen so peinlich da jetzt. Aber ich könnte sagen, was wir heute schon für lustige Sätze gesagt haben bei der Sprachnachricht. Ja, das ist schwuppdiwupp. Ich bin gespannt. Ja. Schwuppdiwupp und schon bin ich in deiner Foot. War das nicht so? Super, Lila. Du bist schon, wie ich verlegen lache da. Siehst der Übersprungslacher kommt da raus. Alles gewandelt, das Stephanie. Blatt hat sich gewendet. Die Lila ist jetzt die Schamlose. Die Stephanie geht zurück. Ganz rot. Schau, wirklich. Mein Gott, dann komm her da. Macht ja nichts. Ist ja nichts passiert. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich meine Scham loswerden möchte. Ich weiß, habe keine Expertin da. Aha, ich wurde die Expertin dank dir. Das heißt, wir können uns dann immer schon so schön abwechseln. Das ist schön. Ja, aber du hast es verraten. Es ist genau das. Es ist unsere Food. Es ist die Food. Wir sind nämlich die Food Sisters. Sind die Food Sisters. Sagen wir, was es ist. Ja. Auch dein Mann wünscht dir mal viel Spaß mit deiner Food Sister. Ja, nicht nur manchmal, immer.
Also, der weiß alles, der Bescheid, was da reint immer zwischen uns, gell? Ja. Aber kurz dazu nur, ja, es ist ein sehr liebevolles Futsein, ja, weil wir sind so verbunden über all, die Lila und ich, über all unsere Löcher und Kanäle und Läppchen und Lapperl und keine Ahnung was. Und das gehört halt einfach dazu. Super, ja, wir haben unseren eigenen. Dann. Bravo, Lila. Überlegen wir uns einmal was nicht, landen wir bei der Foot. Nein, aber ich finde, das ist eine schöne Einleitung. Ich nehme sie jetzt gleich her. Ich nehme das Zepter an mich ran, weil auch das, Steffelein, würde ich jetzt mal sagen, ist etwas, was unseren gemeinsamen Liebesspeicher auffüllt. Mhm, absolut. Ich möchte das ein bisschen genauer definieren. Es geht nicht nur um unsere Foot an sich, die unseren Liebesspeicher auffüllt, sondern es geht wirklich darum, dass wir zwar in unseren eigenen Insidern und unserem humorbehafteten Insidern, bitte, die alle immer in purste Liebe gehüllt sind, da auch unseren gegenseitigen Liebesspeicher auf. Tanken. Absolut. Und darum geht es ja heute auch. Wir wollen ja heute uns gemeinsam anschauen, wie eine Göttin ihren Liebesspeicher füllt, auffüllt, auftankt, sich auflädt, ja, in Liebe auflädt und was es da alles gibt, was das überhaupt heißt, auch für uns zwei, weil wir sprechen sehr oft vom Liebesspeicher und es wurde jetzt oft danach gefragt, könnt ihr mal eine Folge machen, was ihr da meint und wie das überhaupt geht. Und dann haben wir uns gesagt, ja, das machen wir freestylen, da haben wir uns eine. Und ich finde, einer unserer persönlichen Liebesspeicher-Auffüll-Booster sozusagen ist der Humor. Und auch dieses einfach drauf los Song, ist eh wurscht. Kannst du dich erinnern, wie ich einmal gesagt habe, den lassen wir weg. Welche jetzt? Und den Humor, den Spaß, kann sich erinnern, wie wir uns unsere weiß ich noch. Team-Meeting hatten wir da. Ja, mal. Wie hat das geheißen? Code of Love. Code of Love, danke schön. Bitte. Ja, wenn wir unseren Code of Love da kreiert haben, was sozusagen und die Werte sind in unserem Business, in unserem gemeinsamen Zusammensein. Und du hast es damals, vor ein paar Jahren war das ja, gewagt zu sagen, den Spaß, den brauchen wir unbedingt rein. Und ich weiß noch ganz genau. Steffi! Nein, den Spaß brauchen wir wirklich da nicht drinnen. Den Spaß haben wir sowieso drinnen. Wir müssen das jetzt ordentlich machen. Und den Spaß will ich unbedingt. Und dann haben wir gesagt, okay, den Spaß dazu. Und das war aber der Startschuss. Es war der Startschuss, dass wirklich es sozusagen, ich meine, lustig haben wir es schon vorher gehabt, aber dass wir sozusagen auch ist voll rauslassen. Öffentlich lustig sind, öffentlich Panos sind und alles rauslassen, was rauskommt. Und das ist definitiv, also ohne diesen Punkt in unserem Code of Love, in unserem Leben, ohne unserem Spaß, wäre unser Speicher sowas von leer, weil das ist eigentlich auch die Säule, wie wir auch mit dem ganzen Wahnsinn da draußen umgehen, der da passiert. Weil wir nehmen absolut. Das mit Humor und wir nehmen auch die Geschichten, die auf uns zukommen, unsere Probleme, unsere Aufgaben, unsere Herausforderungen, die auch wir manchmal haben, bitte, so ist ja nicht, aber wir nehmen das mit Humor und nehmen uns da ein bisschen selbst auf die Schaufel und können da ein bisschen lachen drüber und das ist eigentlich, das ist der Schlüssel. Folge fertig. Danke, tschüss. Wir wollten heute eine kürzere Folge machen. Bussi, Papa. 6 Minuten 57 Sekunden. Bist deppert. Der Liebesbooster, 7 Minuten. Kannst du jederzeit holen bei uns. Jederzeit kannst du das anhören. Das ist der Wahre. Ja. Ja, aber das ist eigentlich auch der Plan dieser Folge. Der Plan dieser Folge ist jetzt einmal einzusteigen, dir mal 7 Minuten unseren Blödsinn anzuhören. Ja, genau. Und noch immer da zu bleiben. Wie du dir jederzeit deinen Liebesspeicher auffüllst, weil das ist eine Folge, die wir mitgeben wollen, in der wirklich man sich jederzeit aufladen kann. Wenn ich das Gefühl habe, mein Speicher ist leer, stöpsel ich mich ein, hör mal die Love Sisters an, fertig ist die Geschichte. Ganz genau. Speicher ist voll. Ganz das genau. Das ist der so Plan ist mit dieser Folge. Richtig, super, Stefanie. Das hast du super gesagt. Freestyle rausgehauen. Also, fangen wir an, oder? Ich würde jetzt einmal dir gerne eine Frage stellen, Stefanie. Okay, kann ich mir vorstellen, welche jetzt kommt. Welche kommt denn? Soll ich selber stellen? Steffi, sag mal. Wie fühlst du deinen Liebesspeicher? Achso, ich habe mir gedacht, wie voll ist dein Speicher jetzt gerade? Das ist eine andere Frage. Na, schauen wir schon zwei Fragen für den heutigen Podcast. Dir dann die Frage, gell? Okay, na bitte. Wie voll ist dein Liebesspeicher? Ich stelle es jetzt dir. Das ist eine super Frage. Mein Liebesspeicher ist zum Überlaufen voll. Super. Der ist, ich muss es wirklich ehrlich gestehen, er ist gerade eben voll. Zum Bersten voll. Ein Tropferl noch. Nein, er geht über. Er geht einfach über. Bladl? Wie? Bladl eben voll. Das habe ich noch nicht. Das Bladl nicht eben voll? Nein, da bin sogar ich raus. Ja. Hör auf. Ja. Na, Bladl eben. Ein Bladl eben. Eben. Na klar. Bladl eben. Wie das Blatt eben. Ja, na klar. Bladl eben voll. Das ist komplett voll. Tolles Wort, sagt man. Bladl eben voll. Das ist Wienerisch. Wieder was gelernt. Hab sogar ich wieder was gelernt. Wirklich. Ja, also er ist voll. Wie ist deiner gerade so, Lila? Blau im voll. Nein, auch voll. Also
obervoll und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dafür geben wir auch alles, das wollen wir so. Das ist eine tägliche Entscheidung, würde ich einmal fast sagen. Es gibt natürlich auch Momente in meinem Leben, wo ich immer wieder dazu, wie soll ich sagen, merke, dass er ein bisschen leerer werden könnte, sagen wir es mal so. Darauf gehen wir dann vielleicht auch noch später ein, oder? Was bedeutet denn überhaupt ein leerer Liebesspeicher, ist auch oft die große Frage. Aber nur kurz mal aus meinem persönlichen Herzen heraus. Sobald ich das merke, weiß ich auch mittlerweile, was ich machen möchte, damit es wieder anders wird. Also es ist eigentlich der Liebesspeicher bei mir auch obervoll, über schon ganz viele Wochen, Monate, Jahre gefühlt, Gott sei Dank. War mal nicht so, muss man wirklich auch sagen. Jetzt ist es so und das bleibt auch so. Und dafür gebe ich alles, sagen wir es mal schön so. Gesagt. Gell? Das kann man schon so sagen. Naja, schauen wir uns einmal vielleicht an, was denn vielleicht, ich finde, das passt jetzt gut rein gerade, was den Liebesspeicher leer werden lässt. Weil das ist ja natürlich oft ein Thema, das Gefühl, man spürt einfach, ich bin nicht in meiner Kraft, ich bin nicht in meiner Power, irgendwie, ich fühle mich nicht vollkommen geliebt in meiner Mitte, diese ganzen Geschichten. Ja. Und der Liebesspeicher ist einfach nicht voll. Und da gibt es halt wirklich, also ein wichtiger Punkt ist natürlich die Kindheit. Wir kommen schon mit unterschiedlich gefüllten Liebesspeichern auf die Welt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also bei dem einen, wenn der absolut geliebt und willkommen auf die Welt kam, ja, und auch geschützt durch die Eltern ist und gut versorgt wird durch die Eltern, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, die Eltern auch sehr zeitnah auf das kleine Babylein da reagieren und so weiter, ja, grundsätzlich kommen wir alle mit einem vollen Liebesspeicher auf die Welt. Genau. Jedoch kommt da schon Themen hinein, wie sind wir gewünscht gewesen? War ich ein Wunschkind? Wären wir vielleicht abgetrieben worden? Gab es Schwierigkeiten in der Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Wie war das Geburtserlebnis für die Mutter und dadurch natürlich auch für das Baby? All diese Dinge spielen da schon hinein, je nachdem, wie unser Liebesspeicher voll oder leer ist, wenn wir auf die Welt kommen. Und dann spielen all diese Dinge rein, wie unsere Eltern auf uns schauen, ob die uns gut versorgen. All diese Geschichten lassen unseren Speicher weiter füllen oder immer leerer werden. Und so kommen wir sozusagen mit einem weniger oder komplett vollgefüllten oder auch leeren Liebesspeicher in dieses Erwachsenenleben hinein. Und dann kommen natürlich Erfahrungen dazu, Verletzungen vielleicht dazu, Stress dazu, Konflikte dazu, all diese Geschichten, auch wenn wir wieder unsere Natur leben, wenn wir nicht zu uns selbst stehen, wenn wir nicht zu unseren Standards stehen, all diese Geschichten, halbwarme Liebesbeziehungen, Affären, ja, all das lässt unseren Liebesspeicher immer leerer werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Und da, wie soll ich sagen, das spüren wir. Wir spüren das als Erwachsener, je nachdem, wie kommen wir mit dem Leben zurecht, wie kommen wir mit dem Alltag zurecht. Ist unser Speicher voll oder ist unser Speicher leer? Habe ich eine gute Stressresistenz? Habe ich eine gute Widerstandsfähigkeit? Komme ich gut, wenn Probleme kommen? Weiß ich, dass ich damit umgehen kann? Bin ich da im Vertrauen? Kann man schon davon ausgehen, dass mein Speicher ganz gut gefüllt ist? Habe ich aber das Gefühl, ich bin ständig das Opfer? Immer passiert es mir? Warum immer ich? Dauernd erwischt mich irgendein Schicksalsschlag. Ich komme da nie raus. Das Leben ist schwer. Das Leben ist anstrengend. Ich muss um alles kämpfen. Dann können wir schon davon ausgehen, dass unser Liebesspeicher dementsprechend wenig gefüllt ist. Schön gesagt, ja. Vollkommen richtig. Das ist mal wichtig, vorab. Ich würde auch gleich mal die nächste Frage aufgreifen, weil ich mir jetzt gerade denke, wann merke ich, es ist wieder an der Zeit, meinen Speicher zu füllen, weil ich glaube ja auch, dass der leere Liebesspeicher auch dann so präsent ist oder sich entlädt, sage ich jetzt einmal, wenn wir zu sehr im Außen sind, wenn wir uns mal wieder verloren haben. Also ich persönlich merke das genau dann, wenn ich mir die Frage da so überlege, dass ich mir denke, sobald ich anfange, mich mehr im Außen zu orientieren, dort Antworten zu suchen oder mich zu ärgern vielleicht über eine Reaktion eines anderen, wo ich mir denke, das hätte ich ganz anders gemacht. Wenn ich zu sehr präsent im Außen bin und ja, schon gar nicht im Hier und Jetzt, merke ich, der Liebesspeicher möchte wieder aufgefüllt werden. Und ich persönlich brauche dann ja auch wieder Aufmerksamkeit von mir, weil ich renne dann neben meiner Spur. Ja, genau. Und das merkt man dann ja auch gleich körperlich, finde ich. Man ist dann ein bisschen müder, ein bisschen so energieloser. Diese ganzen Geschichten, finde ich, da fallen da rein. Ein bisschen empfindlicher, sensibler auch. Ja, genau. Dinge im Außen. Ich merke es auch bei mir ganz stark, ich werde dann so bedürftig. Ich rutsche dann so in die Bedürftigkeit und denke mal, irgendwer anderer muss das jetzt, der Michi muss das jetzt machen oder der muss mich jetzt lieben und was ist das, komm, da merke ich das schon, ich bin schon ein bisschen unrund. Gell? Ja, und man macht sich so abhängig von anderen. Ja, brauche von außen jetzt jemanden, der mir das sozusagen das Gefühl gibt.
das sehe ich da jetzt. Und das weiß ich aber, das ist nicht das, was ich brauche. Das weiß ich Gott sei Dank mittlerweile schon sehr, 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 sehr gut. Ja, genau. In Wirklichkeit. Und deswegen kann der Liebespeicher auch immer so voll sein, wenn man das nämlich integriert hat, dass du die Antwort in dir hast, dass du dafür sorgen kannst, dass du deinen Liebespeicher auffüllst und dass es in Wirklichkeit niemand anderen dazu braucht, außer dich selber, dann ist der Liebespeicher im besten Fall immer voll. Zumindest weißt du auch dann immer, falls er leer werden sollte, was brauche ich gerade heute, um mich wieder geliebt zu fühlen, um mich wieder aufzutanken und so weiter und so fort. Das ist eine wichtige Sache, was du da jetzt gleich angesprochen hast, nämlich dieses, brauche ich jemanden im Außen für das Ganze. Und da so wie wir es gesagt haben, dadurch rutscht mir in diese Bedürftigkeit, wenn ich glaube, wer anderer muss mir meinen Speicher jetzt auffüllen. Und das funktioniert auch nicht. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Wir kommen dort nicht hin. Den Speicher können wir uns definitiv nur selbst auffüllen. Mhm. Natürlich gibt es Dinge im Außen, die uns dabei unterstützen, die das Ganze, das Auffüllen, wie soll ich sagen, ein bisschen forcieren, ein bisschen antreiben. Ja? Mhm. Aber der Antrieb an sich, der Ursprung, dass das überhaupt gefüllt werden kann, die Quelle sitzt in uns. Da haben wir ja auch immer unser schönes Bild der Schale der Liebe, die Schale der Liebe, die Schale in uns drinnen ist. Ja, erzähl uns davon, bitte. Diese wunderschöne Schale, die sozusagen in unserem Herzbereich, so stellen wir uns das einfach vor, sitzt diese Schale. Und diese Schale ist wieder unser Liebespeicher, die ist entweder voll oder leer oder halb voll oder wie auch immer. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wir haben oft das Gefühl, gerade wir Frauen, die dann so ein Helfersyndrom haben und die alle retten wollen und diese ganzen Geschichten haben das dann ganz besonders. Da ist eigentlich die Schale ist eigentlich leer oder da sind nur ein paar Tröpfchen mehr drinnen, ein paar Tropferl. Und wir geben und geben und geben aus dieser Schale raus und merken aber, es erschöpft mich so sehr, es strengt mich so sehr an. Ich gebe mehr heraus, als ich überhaupt geben kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Schale, die füllt sich von innen heraus, die füllt sich, die speist sich, sozusagen die Quelle liegt in uns und die speist sich, diese Schale, von ganz allein durch uns in einem natürlichen Fluss passiert das, aus uns heraus und hat mit nichts im Außen zu tun. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir zuallererst mal schauen, dass wir uns selbst auffüllen, dass unsere Schale gefüllt ist. Und wenn die Schale voll ist, fließt sie von ganz alleine über. Genau. Das heißt, ich brauche da gar nicht anstrengend von daher raus was rausschöpfen oder keine Ahnung was, sondern das fließt ganz natürlich, geht das über und das, was überfließt, fließt dann sozusagen zu den anderen. Ganz natürlich von ganz alleine. Also so, das ist eine wunderschöne Metapher in Wirklichkeit. Ja, vor allem, weil auch die Leichtigkeit da reinspielt, finde ich. Das ist so wichtig. Ich meine, man muss jetzt nicht schauen, dass ich jetzt jeden Tag was tue, damit ich meinen Liebespeicher auffülle und da vielleicht mich getrieben wieder darin verlieren, dass ich jetzt mal was überlege. Sondern das geht ganz von selber. Genau. Und da ist ganz viel Natürlichkeit, viel Weiblichkeit drinnen natürlich auch. Und, und dieser, so wie du sagst, diese Leichtigkeit in dem Fluss, dass das automatisch entsteht. Genau. Und auch nicht wichtig, auch noch um bei dieser Metapher zu bleiben, es funktioniert auch nicht, wenn jemand von außen kommt und mit einem Schöpflöffel da was reinfüllen möchte. Ja, das geht nicht. Die speist sich von alleine, von innen heraus, füllt sich diese Quelle, diese Schale und geht dann über. Und das ist so wichtig auch, wir dürfen ganz gut auf uns selbst schauen. Wir dürfen für uns selbst sorgen, bevor wir überhaupt für andere da sein können. Das ist ja auch immer diese Geschichte, wenn man im Flugzeug fliegt und dann die Stewardess sozusagen diese Anleitung macht, links und rechts, ein Notausgang und Maske auf und gut an und solche Geschichten. Ja. Dann ist ja natürlich auch, man hört ja, dass wenn irgendwas ist, fliegt die Sauerstoffmaske runter und man muss sich zuerst die Sauerstoffmaske selbst draufgeben und dann dem Kind oder jemand anderen. Weil es hilft nichts, wenn ich da herumtue und ich kriege schon keine Luft mehr, kann mir nicht helfen, kann dem Kind nicht helfen. Genauso ist es da. Darf wirklich, das hat nichts mit Egoismus oder sonst was zu tun, sondern das ist einfach gelebte Selbstfürsorge und gelebte Selbstliebe. Und wenn du deinen Liebespeicher gefüllt hast, dann fließt du über und deine Liebe teilt sich automatisch auf eine ganz natürliche Art und Weise mit der Welt, mit deinen Liebsten, mit den Menschen, wo es dir wichtig ist, dort, wo sie hinfließen möchte, deine Liebe. Das ist so wichtig, weil das einen mega Unterschied macht, auch in der Qualität für die Leute, die unsere Liebe bekommen. Weil schöpfe ich aus dem Leeren, ist es dieses Aufopfernd. Das kennen wir oft von Müttern und so weiter, die schon so erschöpft sind und sich so aufopfern. Und man immer das Gefühl hat, man steht immer in der Schuld und diese ganzen Geschichten und sie kann schon nicht mehr und gibt trotzdem. Muss noch mehr tun. Ja, genau. Das ist heute genau so nicht. Ja, ja? Genau. Und das ist nicht, sondern es ist wirklich ein natürliches Übergehen und das fühlt sich auch qualitativ für die Menschen, die unsere Liebe bekommen, ganz anders an.
Das ist wirklich ein Aufdanken, ein Aufladen. Und ich möchte gleich kurz den Moment nutzen und gleich mal so hinspüren und würde einladen, wir legen mal alle für einen kleinen Moment unsere Hände auf unser Herz. Und atmen mal 2-3 Mal ganz ruhig durchs Herz ein und durchs Herz wieder aus. Und spür mal hin, wie voll ist denn gerade deine Schale der Liebe? Wie voll ist denn gerade dein Liebespeicher? Fühlt sich das richtig und gut an? Falls nicht, was kannst du heute für dich selbst tun, um deinen Liebespeicher zu füllen? Was kannst du heute für dich tun, um deine Schale der Liebe, deine Quelle der Liebe übergehen zu lassen? Spür mal hin und lass Antworten kommen. Still war schon lange nicht mehr bei uns. Es war mal ein Moment. Und mit diesen Fragen finde ich das auch so schön. Man spürt das halt auch so, dieses, man legt dadurch halt automatisch den Fokus auf sich selber. Ja. Und ist dann halt, wenn wir beim Thema sind, auch nicht mehr dabei, dass ich mir denke, ich muss mir wen von außen holen, um mich geliebt zu fühlen in Wirklichkeit auch. Genau. Weil das ist ja halt ein großes Thema, auch bei unseren Klientinnen. Immer wieder auch diese Geschichte mit, ich brauche einen Mann, weil sonst fühle ich mich nicht geliebt und kann nie ganz in der Liebe ankommen, kann nie ganz einen gefühlten Liebespeicher quasi haben in Wirklichkeit, weil da fällt ja wer dazu. Und das ist aber nicht wahr. Genau. Da sind wir auch wieder bei diesem, wie soll ich sagen, Gesetz ist immer so ein brutales Wort, aber diese logische Konsequenz von Liebe in Wirklichkeit, das ist ja das Schöne. Weil wenn du bei dir selbst deinen Liebespeicher auffüllst, ziehst du die ja automatisch auch wieder an. Genau so. Aber nicht mit einer Erwartung, das heißt, ich fülle ihn auf, damit ich was zurückbekomme, sondern ich fülle es für mich auf. Und auf einmal geht's los. Wir haben ja das so oft auch bei unseren Klientinnen, wenn ich da mal hinspüre, allein in den letzten Wochen, in all unsere wundervolle Göttinnen, die um uns sind, die wegen einem Thema zu uns kommen und dadurch natürlich automatisch auch, indem sie auch die innere Arbeit leisten, ihren Liebespeicher füllen, so viele Geschenke von außen zurückbekommen. Da geht es dann um das, um Geld auf einmal kommt zurück. Eine neue Freundschaft, die sich entwickelt. Ja. Natürlich auch die Liebesbeziehung, die sich entwickelt. Jobangebote. Oder eine neue Wohnung, die auf einmal da ist. Oder ein Verhältnis zur Mutter, das auf einmal wieder da ist. Und das ist das schöne Prinzip an diesem Liebespeicher, das ich so liebe, dass es einfach automatisch passiert. Die Liebe möchte dir was geben. Ja, genau. Das ist ja das. Die Liebe möchte dir schenken. Ja. Und du darfst dich einfach auch total in dieses Liebessicherheitsnetz fallen lassen, dein eigenes, und dir mal eine hauen und sagen, ja, passt, ich riskiere das jetzt einmal. Und dann auf einmal geht es so leicht. Weil natürlich man weit fernab von diesen ganzen Begrenzungen ist, die man sich selbst auferlegt. Genau. Und eine Begrenzung ist es natürlich auch, wenn ich sage, ich brauche noch wen, dass ich mich ganz geliebt fühlen kann. Mhm. Man begrenzt sich dadurch einfach selbst. Es ist einfach so. Natürlich, wenn der Partner dann da ist, fühlt man sich noch einmal, ist auch nochmal eine arge Geschichte natürlich. Ja, die Liebe wird ja dann noch ärger und das multipliziert sich noch mehr. Aber sie ist jetzt schon da. Und das dürfen wir nie vergessen. In all dem, wenn wir getrieben in die Suche reinkippen auch. Und die Suche nach Antwort, die Suche nach ihm und so weiter und so fort. Genau. Die Liebe ist schon da. Ja. Die darfst in dir finden. Das ist so wichtig, was du sagst. Das ist so schön und so wertvoll, weil genau um das geht es. Erstens, so wie du sagst, die Liebe, die dann, die wird erlauben, dass, wenn wir der Liebe erlauben zu fließen, multipliziert sie sich in unserem Leben auf unerwartetste Art und Weise. So wie du es gesagt hast, da kommen in Lebensbereichen plötzlich Liebesgeschenke. Kleine, große Dinge, mit denen man gar nicht rechnet, das ist wirklich faszinierend. Und was natürlich halt auch wirklich so, so, so wichtig ist, was du sagst, ist dieser Gedanke, du hast alles in dir, was du brauchst. Mhm. Und du Liebespeicher auffüll ist eine, wie soll ich sagen, eigenverantwortliche Sache. Und wenn ich das habe, wenn ich das verstanden habe, dass ich habe all die Macht, meinen Speicher zu füllen, ich habe all das, was ich brauche, nur damit, nur mit dem Wissen fühlt er sich schon wieder von ganz allein.
Nur mit dem Wissen, dass ich nicht abhängig bin und mich nicht mehr, weil genau das passiert, so wie du sagst, lasse ich mich dann auf ungesunde Sachen ein. Genau. Aus der Abhängigkeit heraus, aus dem Gefühl des Mangels heraus, ganz aus dem genau. Gefühl, mein Speicher ist so leer, ich möchte mich geliebt fühlen, ich brauche jemanden. Und dann passiert es vielen Frauen da draußen, die sich dann auf Geschichten einlassen, die ihnen nicht gut tun. Auf Affären, auf Bröselverteiler, auf diese ganzen Sachen. Wir bleiben dann bicken bei einem Mann, der uns gar nicht das gibt, nur weil wir glauben, unser Speicher ist so leer und dort kriege ich wenigstens ein bisschen was. Mhm. Und das ist aber genau das Gegenteil, was passiert. Ich leere meinen Speicher noch mehr, weil ich wieder meiner Natur lebe, weil ich nicht auf meine Standards achte, weil ich nicht dazu stehe, was mir wichtig ist. Mhm. Das heißt, das lässt den Speicher ja immer leerer und leerer und leerer werden. Genau. Ich selbst drehe den Stoppel aus. Genau. Weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. Der Stoppel ist Stöpsel. Der Stöpsel. Heißt das, glaube ich, Stöpsel? Ja, ich glaube schon. Ja, sag mal so. Ist der Stöpsel, oder? Ja, oder ist das der Stoppel? Keine Ahnung. Was ist denn das? Ich google mal. Das ist der Stöpsel, ich sag's dir. Pass auf. Warte mal, ein Stöpsel, ja, das kann schon sein. Stöpsel. Stöpsel, ja. Stöpsel ist auch ein süßes Wort eigentlich. Das ist auch österreichisch, glaube ich. Das Österreichische wäre dann Stöpserl. Ein kleines, feines Stöpsel. Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist es ja. Und dadurch fließt es dann wieder raus. Weit weg von uns selber, weißt du? Das ist, es wird die Liebe bei dir vorbeiziehen und ich sage, hallo, da nimm's, bin eh bei dir. Das gibt's und ja wir, nicht. Wir tun immer weniger, wir tun immer, wie soll ich sagen, das ist, wir machen genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen wollen damit. Ja, genau. Wir wünschen uns dadurch, uns geliebt zu fühlen und den Speicher aufzuladen und in Wirklichkeit entladen ihn damit und fühlen uns immer weniger geliebt und immer weniger wertvoll und so weiter. Ist auch oft so ein Thema, finde ich, wenn halt, wie soll ich sagen, man denkt sich, man holt sich die Liebe im Außen und kippt dann in sämtliche Ablenkungen von sich selber rein. Man ist so abgelenkt von dem, was man wirklich eigentlich gerade braucht. Und in Wirklichkeit, wenn man dann hinspürt und sich mal fragt, was brauche ich gerade am allermeisten, um mich geliebt zu fühlen, dann ist die Antwort meistens mich selbst. Und da darf man sich dann wieder drauf einlassen. Und das ist manchmal eine Aufgabe. Uiuiui. Ui, ui. Ich und ich? Aha, org. Spannende Geschichte. Aber zahlt sich aus. Ja, das ist die größte Aufgabe in dem eigentlich wirklich, in Wirklichkeit drinnen. Weil Lila, so wie du sagst, dass die Antwort muss da mal hören. Da musst du mal hinhorchen, gell? Ja, und da musst du mal manchmal eine Bordel nach. Und in Wirklichkeit sagt aber dein Ego in dir, ich will den Mann, ich will den Mann, ich will, dass er mich liebt. Ja? Und in wenn ich jetzt schreit in dir alles danach, liebe du mich, schau du mal auf mich. Ja. Und wenn ich dann auf einmal den Fokus auf mich lenke, dann habe ich ihn vielleicht nicht mehr. Ja, genau. Weil dann bin ich ja auf mich fokussiert und dann hat er kein Interesse mehr. Ja, genau. Und so weiter. Das sind alles Verstandsfragen beziehungsweise einfach alte dämonische Stimmen und Muster. Ja. Und man kann da auch immer wieder hinspüren, was fühlt sich denn gut an? Was macht denn auf in Wirklichkeit? Dass ich dem weiter nachrenne, man denkt, ich verbiege mich, passe mich an und schaue, dass der dann irgendwie bleibt. Aber dass ich einfach einmal mich mit mir verbinde. In Wirklichkeit. Ja. Das sind ja auch die Momente, wo uns dann die Frauen schreiben, dass, also zuerst diese Nachricht, ich habe da einen Bröselverteiler zum Beispiel oder eine Affäre und kann mich nicht von ihm lösen. Und dann hören sie sich einen Podcast von uns an oder mehrere Podcasts und dann kommt dieses, so, ich habe die Nummer gelöscht. Mhm. Und dann ist einmal der erste, zuerst bevor der Moment kommt, ich habe die Nummer gelöscht, Panik, fucking shit, ist das eh kein Fehler, was ist, wenn er dann ganz weg ist, ja, da ich mich verliere. Aber irgendwas, sie spürt dann schon, es ist nicht mehr richtig, es geht so nicht mehr. Und dann kommt der Moment, die Nummer gelöscht und dann kriegen wir die Nachricht. Dieses, es tut zwar weh, aber ich habe mich noch ewig nicht mehr so ganz gut genau. gefühlt, so frei gefühlt, so stark gefühlt, so bei mir gefühlt. Das heißt, man spürt das sofort und genau das gibt uns sofort wieder die Power. Genau das lässt sofort wieder die innere Quelle ins Sprudeln kommen und es beginnt schon wieder unsere Schale sich zu füllen. Mhm. Genau das ist es. Und man kann wirklich auch einmal wirklich so über den Kamm geschert, all das, was wir tun, was wir nicht wollen, leert unseren Speicher, all das, was wir machen, was wir wirklich wollen, wo wir dazu stehen, was unser Warum ist, unser Das möchte ich, lässt unseren Speicher füllen. Ja, genau. Das heißt, ganz wir dürfen mal in allererster Linie mal ganz klar darüber nachdenken, was mache ich denn alles, was ich eigentlich nicht machen will. Oder weil ich denke, ich sollte. Ja, oder muss. Genau. Ja? Und da darf man mal wirklich ganz bewusst reflektieren und ich bin mir sicher, wenn sich da jetzt einige Frauen, die hier bei uns sind, hinsetzen und eine Liste mal machen.
eine lebendige Liste, wie wir immer mit unseren Klientinnen sagen, die wächst, die wachsen darf, die sich entwickeln darf, dann wird die Liste wahrscheinlich ganz schön lang sein an Dingen und Momenten und Situationen, die wir machen, obwohl wir es gar nicht machen wollen. Mhm. Weil wir uns verpflichtet fühlen, weil wir uns denken, das sollte man jetzt tun, das weil ich kann, sonst alleine kann, ich bin. Kann das, ja, muss so sein. Ja. Einsam und verlassen. Und da dürfen wir mal wirklich hinspüren. Ganz genau. Weil das ist eigentlich, in Wirklichkeit geht es um nichts anderes. Mache ich Dinge, die ich will, folge ich der Freude, ja, ganz oder genau. nicht? Es ganz ist wieder genau. das Gleiche. Ganz genau. So ist folge ich der Freude, füllt sich der Speicher. Mache ich Dinge, die ich nicht will, entleert sich der Speicher. Ich möchte es aber bitte auch betonen, natürlich gibt es im Leben gewisse Dinge, die wir machen müssen, wo wir nicht drum rumkommen. Auch wenn wir es nicht machen wollen. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal Steuer zahlen, Rechnungen zahlen, tanken gehen, ja, was weiß ich, ja. Also, keine Ahnung, gibt es genug Dinge, Wäsche waschen, ja, Wäsche aufhängen, ui, da fallen mir Sachen ein, ja, die ich nicht machen möchte, aber die muss ich halt machen, hilft ja nichts. Aber die entleeren jetzt bitte nicht meinen Speicher. Da wissen wir als erwachsene Menschen, das mache ich halt und legt da auch nicht so viel Emotion hinein, bitte. Das ja? ist es, ja, weil ich gehe, wie soll ich sagen, wenn du das aufzählst, natürlich gehört das zu so alltäglichen Geschichten, die man machen muss, aber wenn mein Liebespeicher voll ist, dann mache ich es halt. Es ist halt oft so ein Thema, wenn der Liebespeicher schon leer ist, fühlt sich sowas ja noch einmal schwerer an. Ja, sauer anstrengend dann. Ja. Muss ich das auch noch machen? Ja, genau. Und dann muss ich jetzt das noch und dann sollte ich noch das und dann bin ich schon wieder, ui, das ist schon wieder schwer. Bin ich aber mit einem gefühlten Liebespeicher da unterwegs in der Welt, schupfe das schon. Ja, dann mache ich das schon. Und hab wieder Spaß dabei. Ja, ja, dann gibt es vielleicht mal eine Aufgabe, eine Übungsaufgabe, die auf mich zukommt, ja, wo ich mir denke, das ist ein bisschen wild, aber ich weiß, ich kann damit umgehen. Und haut mich und nicht aus der Bahn. Und es wird eine Lösung geben. Ganz genau. Und ich kippe dann nicht eine in eine komplette Angst oder eine komplette Verzweiflung, ja, sondern weiß, das Leben ist gegen mich. Danke, Liebespeicher, bin gut aufgefüllt, bin gut aufgestellt. Machen wir schon. Hat einen Grund. Und das ist vielleicht auch wichtig, weil wir haben ja uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir unseren Liebespeicher ja wirklich auffüllen. Ich meine, wir haben jetzt eh schon viel erzählt, aber auch nicht nur das, was möchte ich, sondern wozu passiert mir das, um bei den richtigen Fragen zu bleiben. Nicht nur, warum immer ich, bei mir ist alles so schwer, sondern wozu passiert mir das, wie bringt mich das jetzt weiter? Was möchte mir das sagen? Ja, ist auch eine Qualitätsänderung, die den Liebespeicher enorm auffüllt, indem ich da einfach eintauche. Und mich nicht selber arbeite sah mit, warum passiert der Schaß immer mir. Bin sofort im Opfer. Und dann ziehst den Schaß wieder weiter an. Weil dann musst du nicht nur Wäsche waschen, um bei dem banalen, unter Anführungszeichen, Beispiel zu bleiben, sondern dann geht da die Waschmaschine ein, auch noch wahrscheinlich. Ja? Weil du denkst, nee, und Geld hast dafür auch kannst. Ja? Ist eh klar. Da kannst. Das sind immer mir. Ja? Nein. Wasch da ein bisschen Wäsche, dann passt schon wieder, in Wirklichkeit. Ja, genau. Ja? Steigert dich nicht rein. Steigert dich nicht rein, genau. Steigert dich nicht hinein. Wer ist das gesagt, sicher auch ein wichtiger in einem Film, oder? Ist es nicht bei Muttertag? Ach, steigern sie sich nicht so hinein. Wie war denn das? Genau. Oder? Steigern sie noch nicht so ein. Ja, genau. Knefrau, genau. Liebe Muttertag, wirklich. Ach, ja, also an alle, die sich mit Österreichisch noch weiter auseinandersetzen wollen, schaut's bitte Muttertag. Unbedingt Muttertag anschauen. Wer das nicht ist gesehen hat, ist selber schuld. Kult. Wirklich Kult. Und jeden es Muttertag kommt es wieder. Gleichwertig wie die Bundeshymne in Österreich, für uns Österreicher, bitte. Viel oder noch höherwertiger. Muttertag, also Muttertag absolut empfehlenswert dafür, wirklich absolut empfehlenswert, wenn man sie mit komplett. Österreichisch eintauchen will, wirklich volle Kanne rein. Ja, aber genau das ist, schauen wir uns vielleicht einmal gleich ein paar so Ideen an, weil es macht ja natürlich auch einen mega Unterschied. Ja? Das ist ja oft die Frage, die uns gestellt wird, was ist anders, wenn dann der Speicher gefüllt ist? Ja, alles. Ich komme einfach, wir können es einfach ganz einmal über, grob gesagt, ich kann, ich da ja stotter. Immer wenn ich dann zum Trinken anfange. Ja. Nein, bist voll dabei, grob das gesagt. Das ganze Leben verändert sich. Es ist plötzlich nicht mehr anstrengend. Es ist der Alltag nicht mehr schwer. Es läuft, es fließt. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ein voller Liebespeicher. Die Lila hat es am Anfang eh schon gesagt. Das ist für uns, was soll ich sagen, das ist die Basis unseres Alltags, dass wir darauf achten, dass der Speicher voller Liebe ist, dass der übergeht. Und dafür tun wir ganz viel und geben dafür auch wirklich viel, dass das wirklich so stetig gefüllt ist. Ganz genau.
Schauen wir uns eine der Ideen an, die in Wirklichkeit genau da reinfließt, liebste Stefanie, weil du hast das so schön eingeleitet und ich bin mir sicher, dass es darauf hinausgelaufen wäre. Danke. Ja. Vielen Dank. Aber ich spreche halt für dich weiter und tauche in die Selbstannahme ein tatsächlich, ausnahmsweise mal wieder. Aber um den Liebespeicher aufzufüllen, geht es halt auch ganz stark darum, einmal in Selbstannahme einzutauchen und in dieses, ich nehme das an, was ist. Und eins noch drüber hinauf, ich nehme mich an, wie ich bin. Manchmal verliert man sich in dem auch, in diesem, warum immer ich und bei mir liegt der Fehler und so weiter und so fort. Und man kann sich schon richtig schön eintigern in dieses Thema und dann taucht man mal wieder ein in, es darf alles einmal sein, wie es ist. Einmal wirklich, es darf einmal dieser Zustand eintreten und ich, also das hat sicher mir persönlich auch am meisten geholfen, wie ich angefangen habe, mich voll mit Selbstannahme zu beschäftigen, dass dann auf einmal mein Liebesspeicher konstant leibernd war, muss man sagen. Weil immer wieder, wenn was kam, ich wusste, alles darf sein, wie es ist, ich bin richtig, wie ich bin, werde eine Lösung finden. Vielen herzlichen Dank, liebes Leben, ja. Machen wir schon. Ja? Ist ja auch der Stoppel, sage ich jetzt einmal, fürs, wie der Liebespeicher ausgeht, ist ja genau das, dass ich ständig über mich urteile, ständig an mir herum doktere, kritisiere, den Fehler an mir suche, all diese Geschichten, das ist... Ja. Das saugt den Liebespeicher aus. Ja, ist auch nicht sonderlich nett, wirklich nicht. Nein, macht auch ganz viel mit uns. Deswegen Selbstannahme ist so wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Verbindung zu uns selbst zu stärken, aber richtig zu stärken. Das hängt mit der Selbstannahme zusammen und geht da jetzt noch darüber hinaus sozusagen. Es geht auch darum zu erforschen, wer du bist und was du gerade am allermeisten brauchst. Ohne diesem Wissen hast du keine Ahnung, wie du deinen Liebespeicher auffüllen kannst. Mhm. Das ist auch wirklich essentiell, um, wie soll ich sagen, dieses Liebespeicher-Thema, mit dem sollten wir uns sowieso alle auseinandersetzen. Weil auch da in einer Partnerschaft ist es so wichtig. Ja. Das sind dann oft so die Dinge, wo ich wünsche mir, dass der Partner mir von meinen Augen abliest, was ich jetzt brauche. Und weiß es aber selber nicht. Und er weiß schon gar nicht, wenn ich es nicht ausspreche. Und da beginnt es einfach, dass ich einmal mich damit ernsthaft auseinandersetze und herausfinde, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was brauche ich, um mich geliebt zu fühlen? Und all diese Dinge. Das ist essentiell auch für die Liebesbeziehung, die wir später mit einer oder jetzt mit einem Partner führen. Ganz genau. Und auch die Qualität der Beziehung hängt davon ab. Weil habe ich nicht, wie soll ich sagen, das Wissen in mir, dass ich weiß, ich kann mir alles selbst auffüllen. Ich weiß, was zu tun ist, wenn es mir nicht gut geht. Bin ich ständig in der Abhängigkeit und denke mir, mein Partner muss das machen. Dann rutsche ich in die Bedürftigkeit, rutsche in die Abhängigkeit, rutsche auch in ungesunde Beziehungen hinein und all diese Geschichten. Dafür ist es essentiell. 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 Und dann entstehen dann auch immer so komische Energien zwischen zwei Menschen, weil man dann nicht genau weiß, was da los ist. Aber wenn ich dann in die Erwartung gehe, dass du mir das schon erfüllen wirst, bitte, dann kann es nur komisch werden. Geht es ja nicht ganz aus. Mhm. Ja? Und deswegen ist es so schön, in die Eigenverantwortung wieder einzutauchen und sich selbst zu überlegen, was ist es denn, was die Verbindung zu mir stärkt? Ich und ich. Genau. Ist eine Band, oder? Ja. Kommt da. Muttertag, ich und ich. Alles ist heute wieder da. Und dazu, um zum nächsten Punkt auch zu kommen, in Wirklichkeit, wir haben ihn eh schon aufgegriffen vorher, ist die innere Arbeit halt auch essentiell. Ich darf auch mir meine innere Arbeit leisten. Es geht jetzt nicht so, dass man so sagt, na passt, schnippi, schnappi, ich tauche jetzt einen Selbstannahme, kein Problem. Sondern manchmal kann das auch ein bisschen wild werden. Ja. Es kann. Lila, entschuldige, dass ich kurz unterbreche. Wir haben vorher gesprochen und haben gesagt, das ist ein 10-Jahres-Prozess. Ja. Ja, wenn wir uns ehrlich sind. Ja. Kann ich bestätigen. Definitiv. Und kann kürzer sein, länger sein, ganz egal. Aber da darf man auch immer wieder hinspüren in dieses, was möchte ich? Und ich möchte meinen Liebespeicher füllen, ist auch der Startschuss in Wirklichkeit. Um natürlich auch an seine Schattenseiten ranzukommen. Leibernd ist das nicht immer, aber es zahlt sich immer aus. Das möchte ich damit sagen, in Wirklichkeit. Ja. Vor allem auch dann, wenn wir gerade so schon mit einem ziemlich leeren Liebespeicher oder ein wenig gefüllten Liebespeicher schon ins Erwachsenenleben eingetreten sind sozusagen. Ganz genau. Dann ist es umso wichtiger, da diese innere Arbeit zu machen, mit jemandem von außen drauf zu schauen, die
die alten Muster aufzulösen, die Blockaden, die nicht hingehören. Manchmal, wir erkennen es nicht, wenn wir so geprägt sind, dass wir immer denken, wir sind falsch, bei uns liegt der Fehler, dann kommen wir da alleine nicht raus. Und umso wichtiger ist es, da wirklich da tief hineinzugehen und sich das anzuschauen, damit der Liebespeicher dann einfach immer voller wird und in Zukunft sich gar nicht mehr leert. Das ist nämlich auch so spannend. Ja, genau. Da mal durch bin. Der bleibt wirklich dann nämlich leer. Ja, ganz genau. Gell? So ist. Haben wir natürlich auch einen weiteren ganz großartigen Tipp auf Lager. Das ist nämlich auch hinzuspüren, worauf legst du deinen Fokus? Auf die Angst oder auf die Liebe? Ganz genau, Riesenthema. Wo schaust du hin? Wo, ja genau, Riesenthema jetzt, ist jetzt so. Gerade zufälligerweise. Zufälligerweise, ja. Weil es uns ja da gezeigt wird, ja, wieder mal. Aber in Wirklichkeit geht es genau darum. Es ist jetzt gerade, glaube ich, so eindeutig, wie soll ich sagen, dass man sich mehr denn je dafür bewusst dazu entscheiden kann, dass ich nicht in ein Angstfeld steige. Genau. Sondern bewusst in der Liebe bleibe. Und auch das füllt den Speicher. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Es ist, auf die kleine Welt in uns dürfen wir achten. Genau, die macht es nämlich auch. Nur sie können wir auch verändern und gestalten. Genau. Und erschaffen. Ja, genau. Und in Liebe hüllen. Und verschönern. Ganz genau. Ja, genau. Und machen und so weiter und so fort. Alles andere geht uns nichts an. Nein. Das lerne ich gerade. So circa. Not my business. Not my business, genau. Was mich natürlich dann auch gleich zum nächsten Punkt führt, Steffelein, einfach mal nur sein. Ja. Und nichts tun. Unsere Lieblinge, unsere beiden. Ist aber auch essentiell, um den Liebespeicher aufzufüllen, einfach mal nur sein. Mal abzudrehen, den ganzen Schass um uns herum. Spreche auch von Handys mal abdrehen und Fernseher mal abdrehen und, keine Ahnung, einfach einmal Hirnkastel abdrehen. Genau. Wir sind wieder bei der Folge Nichts tun, bitteschön. Sehr gerne reinhören. Ich weiß jetzt leider nicht die Zahl der Episode, wahrscheinlich Donnerstiefelein, gell? Bald weiß ich schon. Bald wollte ich sagen. aber oh, es geht wirklich darum, auch in diesen Entspannungszustand zu kommen. Also der Entspannungszustand ist ja nichts anderes, als wenn wir einfach einmal sein dürfen. Wir selber, dann kommt Entspannung. Und da dürfen wir, auch hinschauen. Also das ist auch nicht immer so easy, das ist mir auch bewusst, aber es zahlt sich auch da aus. Ja? Und wenn du dann das drauf hast, gell Steffi, und das ist super, oder? Es ist so einfach sein, nichts tun, dann flutscht die Seife. Richtig, haben wir schon lange nicht mehr gehört. Super. Ich ergänze noch kurz Episode 76. Vielen herzlichen Dank. Voll langsam die Göttinnen-Disziplin. Da wird man dann immer bewusst, wie viele Folgen wir schon haben, wenn du ja, 76 sagst. Also bei mir kam jetzt so 56 oder so wird das gewesen sein, aber wir sind ja schon über 80 jetzt. Wir haben bitte. Heute Folge 81, jetzt haben wir bald 100 Folgen, Steffi. Na, hör auf. Ja, ist nicht mehr lang, es geht so schnell. Lila, ich meine kurz was anderes. Wir haben 20.000 ja, Alter. Instagram ja, jetzt sind wir da Follower. Was ja keine Follower sind bei uns, sondern ja, 20.000 ja. Seelen, Göttinnen, die bei uns sind. Und ich mein, das Stefanie. Wir überhaupt gar jetzt, nicht. Ich meine, wir waren letzte Woche spontan live, wir zwei. ja. Weil wir uns gedacht haben, wir drucken auf den Knopf und gehen einmal live. Und ich es war schauen, so lustig. Ja. Und es waren so viele da. Hunderte auf einmal. Und wir haben gesagt, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also es ist schon richtig alles schräg, wenn man normal. So gefreut, aber ja, war einer der coolsten letzte Woche Momente, muss ich sagen. So viel zur Folge 81, also es ist ja, Wahnsinn. Wirklich nicht normal. Ihre, es ist ihre, wirklich ihre, nicht ihre. Normal. Gut, kommen wir zu einem weiteren richtig coolen Tipp und zwar, wir haben den auch schon angesprochen, ich möchte nochmal extra separat betonen, was möchte ich versus was sollte oder was muss ich? Ganz, ganz, ganz wichtig. Spür hin, was du willst. Möchte ich das? Ja oder nein? Und wenn es sagt nein, ja, dann mach's nicht. Ja. Probier's mal aus. Ja. Schau, was passiert, wenn du auch zu deinem Nein mal stehst. Sehr schön gesagt. Weitere Fragen zum Ergänzen würde ich noch draufschmeißen. Wir haben es halt eh auch schon gesagt. Statt warum passiert immer das nur mir? Frag dich, wie bringt mich das weiter? Und wozu? Das ist eine ganz andere Qualität, ein Wozu, den Sinn zu finden. Genau. Auch wenn du ihn vielleicht jetzt nicht hast, vertraue drauf, dass das sicher noch kommt und dass es dich sicher weiterbringen wird. 1000%. Mhm. Was auch wirklich wundervoll ist, um den Liebespeicher aufzufüllen, ist, verschenke deine Liebe. Und zwar ohne etwas zu erwarten. Das macht einen Unterschied. Also das ist wirklich,
auch in deiner zukünftigen Liebesbeziehung oder in deiner Liebesbeziehung mit dir selbst oder mit deinen, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, egal wo, schenk Liebe, ohne dass du etwas zurück willst. Weil das ist ganz wichtig. Wir haben wirklich, wir geben meistens etwas mit einer Erwartung. Ich mache etwas, wenn wir uns ganz, ganz, ganz ehrlich sind. Da müssen wir manchmal ein bisschen hineinbordeln in uns selber. Und ja, manchmal glauben wir, ich mache es ja, weil ich so nett bin oder weil ich jetzt einfach helfen will. Wenn wir aber dann jetzt tiefer reingehen, steckt meistens noch ein Grund dahinter, warum wir es machen, der meistens auch für uns selbst etwas Gutes ist. Ja, es ist einfach so. Ja. Wir haben meistens auch ein Rehwack aus genau. dem Ganzen. Ja. Aber deswegen probier mal aus, verschenke deine Liebe, ohne was zu erwarten, ohne dass du was zurückerwartest, ohne dass du erwartest, dass eine Reaktion kommt, dass eine wie soll ich sagen, irgendetwas daraus bekommst oder dass irgendetwas daraus geschieht. Mach's einfach mal. Verschenke dich und deine Liebe. Sehr schön, dass du das geschenkt. Und unser Humor ist auch, finde ich, immer ein wichtiger Punkt, oder? Das Leben ein bisschen mit einem Augenzwinkern nehmen. Steht auf unserer Code of Love Liste. Code of Love haben wir ja auch schon heute erzählt. Genau, danke. Das ist ja das Thema. Wenn man nicht ganz genau weiß, wie man vorbereitet ist, erzählt man halt dann wirklich auch. Kreuz und quer. Haben wir auch schon gehabt. Okay, passt, haben wir auch schon gehabt. Nein, aber der Humor ist wichtig. Und der Humor ist etwas, das ist ein Azept in Wirklichkeit. Gibt nichts Besseres. Ja. Das macht alles so viel leichter einfach auch. Gell? Das ist vor allem auch dieses, das können wir wirklich so gut über uns selbst lachen und verarschen. Na, was und heißt? Echt wirklich uns da einen Spaß damit zu haben, wenn ich mal denk, schief geht oder keine Ahnung was. Ja, also, ja, das macht es wirklich viel leichter. Wenn ich mal denke, wie viele Fotos wir uns gegenseitig schon geschickt haben, wo das passende Gift dazu gefunden wurde. Ganz ehrlich, sagt nur Teletubby und so weiter. Also es ist alles möglich und das ist einfach so cool, weil es natürlich dann auch die Gesamtsituation wieder leichter macht. Ich will da nicht eine in an. Ich will nicht in ein Angstfeld steigen. Ich persönlich. Nein. Ich will dort nicht rein. Nein. Und ich bin jetzt auch nicht, die sagt, ich bin so naiv und bleibe in der Liebe. Und es ist alles so schön. Nein, ich bin Realist und das ist die Liebe in Wirklichkeit. Das ist der also, ich hatte jetzt einen kleinen Schwank wieder aus meinem Leben. Und zwar. Was? Mein Lieb. Ja, danke. Mein Lieb, da haben wir letztens so gelacht. Ja. Jetzt lehne ich mich zurück und höre zu. Weil du gesagt hast, mit dieser, dass die Leute im Außen denken, wir sind vielleicht dann so manchmal so ein bisschen naiv. Bananig und man ist nur in der Liebe und so naiv und blauäugig und so. Ja. Und der Michi und ich sind da manchmal so ein bisschen konträr mit unseren, manchmal immer, haben wir andere Einstellungen, Meinungen. Nein, geht um solche Sachen wie, was passiert im Außen gesellschaftlich und die Lila und ich sind da Meisterinnen darin, draußen zu bleiben. Kann man was nicht lernen bei uns? Was lernen? Also da kann da draußen der Sturm toben, da kann die ganze Welt sich niederbomben, es kann, weiß ich nicht, welche Zombie-Apokalypsen passieren. Wir bleiben in unserer Love-Bubble, bleiben einfach draußen, machen unser Ding einfach weiter. Wir machen das, was wir wollen, wo unsere Freude liegt, einfach konsequent weiter. Und mein Mann ist da manchmal ein bisschen anders eingestellt, der haut sich da ein bisschen eine, der verfolgt das, der geht da mit der Zeit, ist auch natürlich einstellungsmäßig sehr ähnlich wie wir, aber geht da trotzdem noch medial ein bisschen mehr mit und regt sich manchmal über mich auf und sagt, du in deiner kleinen Esoterik-Bubble da, bist ja auch in deinen Liebestopf gefallen, du musst auch einmal ein bisschen realistisch sehen, die Sachen da draußen, du wirst noch schön schauen, wenn sie dann kommen und dich holen oder keine Ahnung was, ja, so Geschichten halt, ja. Ja genau, und ich bleibe halt immer komplett draußen, manchmal ärgert ihn das halt einfach, mich ärgert es dann auch ein bisschen, dass er das nicht versteht, dass ich einfach drin draußen bleibe, ja, aber es sind normale Beziehungsgeschichten und jetzt wollte ich einfach auf das will ich raus und die Lila und ich sind konsequent aus all dem Wahnsinn da draußen geblieben und haben unsere Sachen weitergemacht und waren in der Liebe und sind in der Liebe geblieben, haben unseren Liebesspeicher gefüllt, haben uns mit unseren Frauen da draußen noch weiter verbunden, haben so viel Wertvolles in der Zeit auch da draußen geschafft. Wir haben Herzen geöffnet, wir haben Frauen wieder dabei geholfen, wieder an die Liebe zu glauben. Das ist so essentiell, wir haben so viel verändert, global unserer Meinung nach, ja, ist so. Das heißt, das bei uns bleiben hat auch ganz viel Positives. Und jetzt kommt es, vor ein paar Tagen kam mein Mann auf mich zu und sagt dann, Herst, ich habe darüber nachgedacht, eigentlich hätte ich mir das auch sparen können, du hast vollkommen recht mit deinem Draußenbleiben, weil dir geht es viel besser in dem Ganzen, steigerst dich nicht rein, bist nicht so gehirngewaschen, sondern machst dein Ding und wächst in deinem Ding weiter und bist immer glücklicher und zufriedener. Und ein anderer, so wie er dann zum Beispiel, verliert sich manchmal da drinnen komplett, ist dann auch schlecht drauf, fühlt sich nicht gut, sein Speicher leert sich. Ja, lass sich weiter runterziehen. Eine ins Angstfeld. Und das ist,
Das hat nichts mit Naivität zu tun oder das hat nichts mit Blauäugigkeit zu tun. Wir kriegen schon mit, was da draußen passiert. Mhm. Und es berührt uns auch, aber wir steigen nicht ein mit komplett volle Kanne. Und das hat auch, Entschuldige Lila, ganz viel mit Liebesspeicher. Das ist auch so mein Thema, du weißt das eh. Ja, ich weiß. Liebesspeicher gefüllt zu halten, das hat was mit Eigenverantwortung zu tun, das hat was damit zu tun, ich achte drauf, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und was mir nicht gut tut, das halte ich ein bisschen fern. Das ist auch genau das, was wir gesagt haben, wo schaue ich hin, wo liegt mein Fokus? Liegt er auf der Angst oder liegt er auf der Liebe? Und wir haben unseren Fokus konsequent, auch die letzten Jahre, auch mit diesem ganzen Tumult im Außen, auf der Liebe gehabt. Und wir hätten genauso in der Angst sein können, es wäre nichts anders, außer dass es uns jetzt schlechter gehen würde. Ja. Ich hätte nichts im Außen beschleunigen, verändern oder sonst was machen können. Und da sind wir wieder beim Thema fremdgesteuert sein in Wirklichkeit. Es würde mich ja auch sehr fremd steuern, wenn ich in die Angst steige, weil es ja nicht meiner Natur entspricht. Das heißt, ich bin getrieben im Außen und renne da so ein bisschen mit in diesem wilden Sein, das es gerade gibt. Genau. Bringt niemandem was. Ja, genau. Niemandem. Aber es bringt mir was. Uns was. So wie wir es heute schon gesagt haben. Wenn ich mal meine kleine Welt hernehme und die gestalte. Weil das ist für mich auch, und das ist auch ein weiterer Punkt da jetzt, ein achtsamer Umgang. Das ist eine Entscheidung. Mhm. Dass man sich mit den Liebesspeicher auffüllen möchte und achtsam damit umgeht auch. Und wenn ich achtsam damit umgehe, weiß ich ja, wo ich meinen Fokus drauf hinlegen mag. Sicher nicht in die Angst. Angst ist kein guter Begleiter in all dem und lässt uns keine klaren Entscheidungen treffen. Ganz, ganz lasst uns absolut durcheinander geraten. Mhm. Und schon sind wir in ein Angstfeld hineingesaugt, das in Wirklichkeit uns steuert. Und ich möchte meine Eigenverantwortung behalten und meine eigenen bewussten, in Liebe gehüllten Bitte Entscheidungen treffen. Genauso wie wir zwar das machen seit Jahren. Und ich würde fast sagen, dass uns das auch in Wirklichkeit unser Business auch so ausmacht. Weil was wir in den letzten Jahren erschaffen haben, im Love-Sisters-Sein und im Pudel-Nockerten-Dasein, war nur aufgrund genau aus diesem Liebesspeicher heraus. Ja, genau. Der immer voller wurde und immer mehr aus dem dass er überging, kamen die ärgsten Sachen dazu. Mhm. Was außen war, war außen. Was innen war, ist wichtig. Und das ist auch etwas, was wir uns nicht nehmen lassen. Nein. Weil das ist auch ein Thema, was immer wieder von außen, auch wie zum Beispiel mein Mann, der in voller Liebe, der meinte das überhaupt nicht böse oder was, aber in dem Moment kann man sich schon überlegen, okay, naja, vielleicht hat der andere recht und man sollte da vielleicht ein bisschen mehr einsteigen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Da kann die ganze Welt im Außen sagen, ihr seid ja so liebesduselig und seid ja schon wieder in eurer Blase drin und ihr kriegt ja gar nichts mit von außen. Wir kriegen alles mit. Alles, wir unterhalten ganz klar. Uns auch darüber, aber ja. In Maßen. Ja, genau. Du, Steffi, ich glaube auch einfach, dass macht's aus. Ja, dass eines der größten Themen ist, dass wir allesamt lernen dürfen, wieder ganz auf unser Gefühl zu vertrauen, in Wirklichkeit. Mhm. Weil das ist auch immer wieder das, was wir besprochen haben. Wir fühlen, das ist richtig. Wir fühlen, das ist nicht die Wahrheit. Da stimmt was nicht. Da ist was im Busch. Mhm. Gut, kann es nicht ändern, aber ich kann mich wieder auf mich fokussieren und auf mein Gefühl. Was bedeutet das jetzt? Bleiben. Genau. Welchen Schritt möchte ich dann aufgrund meines Gefühls weiter für mich setzen? Ja, ich möchte mich weiter mit unseren Love Sisters beschäftigen. Unbedingt. Ja, das ist es, was dann immer wieder dich dazu bringt, auch ein liebeserfülltes Leben zu gestalten. Und da sind wir wieder beim Thema Folge der Freude. Natürlich. Genau. Ich folge doch nicht der Angst. Mhm. No chance. Ja, ganz genau. Und durch unsere Schwesternverbindung, Herzlein, ist es natürlich noch einmal lauernder. Agmade Wiesen. Da kann keiner was sagen, gell? Ne? Wir haben das Schiff in den trockenen Bahnen. Da kann nichts passieren. Aber es ist so und es geht genauso, was da auch dazu gehört, ist einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Das ist ein Schlüssel. Ja. Wenn ich in der Angst bin, bin ich entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Was passiert, wenn das jetzt auch kommt, wenn es mich erwischt, wenn keine Ahnung was. Ich bin nur in der Angst und kann das nicht greifen, kann das nicht steuern, kann mein Leben nicht proaktiv gestalten. Bin ich aber im Hier und Jetzt, habe ich wieder meine kleine Welt in der Hand. Ich weiß sofort, was Sache ist. Was möchte ich jetzt? Mhm. Genau. So und so ist. Und das ist ganz, ganz, ganz große Kraftquellen. Große Kraftquellen, Liebesquellen, Liebesspeicherfüllquellen in Wirklichkeit. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wirklich. Ja, schauen wir uns ein paar Daily. Wir haben es
Goddess Habits genannt, beziehungsweise sind es ja Love Habits, also tägliche Liebesgewohnheiten, die wir in Goddess Habits noch einmal aufgepimpt haben. Wir wollen dir jetzt, schönste Frau, die du hier bei uns bist und die Liebesspeicher gerade so richtig auffüllt. Spürst du das auch, Steffi? Ja, ja. Die gehen alle über gerade. Da sprudelt und brodelt überall. Ja. Genau. Noch ein paar, wie soll ich sagen, Werkzeuge mitgeben, mit denen du jetzt auch starten kannst. Ein bisschen greifbarer machen die Geschichte noch. Und da geht's auch darum, Daily Goddess Habits zu gestalten. Und zwar bedeutet das, du darfst dir eine Liste aus Dingen, Symbolen, Gefühlen, Momenten, Ereignissen gestalten, an denen du Göttinnenenergie spürst, an denen du die Liebe spürst und diese damit immer wieder aktivierst. Das ist eine ganz, ganz großartige Übung, die wir auch mit unseren Klientinnen immer wieder machen, um den Liebesspeicher zu aktivieren. Und diese Übung dient in Wirklichkeit dafür, die Beziehung zu dir selbst und der Göttin, die du bist, zu vertiefen. Und diese Göttinnenliste darf wachsen, sich entwickeln, sie darf erleben und mit Liebe gestaltet werden. Ein paar Beispiele, auch gesammelt von unseren Klientinnen. Ist alles jetzt kopiert. Ja. Was machen die anderen? Das haben wir jetzt alles mitgeschrieben. Ein Herzerl, morgens am Spiegel einmal kleben, wo auch was Schönes draufsteht. Ja, oder mit du bist eine Göttin. You. Ja, genau, so ist es. Es sind kleine, feine, aber sehr wertvolle Dinge, die man machen kann. Man kann auch sich einfach einmal gemütlich mit einem guten Tee ins Bett hauen. Auch das kann ein Liebesspeicher enorm auffüllen. Klingt so banal, aber mach's einmal. Oft kommen da die ärgsten Widerstände hoch. Oder Essen im Bett, das liebe ich auch. Boah, das Geiste. Mhm. Essen im Bett. Oder du legst dir in der Früh, wenn du gehst, eine Schokolade auf dein Kopfkissen. Wenn du am Abend zurück bist, ist auch eine Schokolade ja. für dich da. Ist auch schön. So schön, wenn sie so ins Bett süß. Legst. Oh, wer hat an mich gedacht? Ich selber. Wie schön. Ja. Urschön. Ja, genau. Lieblingsmusik aufdrehen. Ganz wichtig. Ja, immer. Geht immer. Steffi, wir tauchen gerade in alles auch ein. Das ist einfach unser Ding auch, oder? Diese ganze, dieses zu zelebrieren, zu spüren, keine Ahnung, dich einmal da einzutauchen, mal nur Musik zu hören. Wilder Apropos, die ja, genau. das Playlist kommt. Ja, es ist einfach nur vergessen. 1000 To-Dos, es geht sie einfach nur nicht. Sie wächst ja auch gerade. Ja, genau. Ja, und die, wir sammeln. Mhm. Genau. Ein wilder Tanz mit dir selbst kann da rein. Den Lieblingsfilm mal wieder aufdrehen. Ganz bewusst schenkst du das. Kerzerl aufstellen, mal so ein Selbstliebe-Date kreieren, das machen auch so viele, das hilft extrem. Ein Bild malen, nur für dich. Und einfach mal nichts tun und sein, um das nochmal aufzugreifen. Also es sind Kleinigkeiten, die du wahrscheinlich schon mal gemacht hast, vielleicht schon mal gehört hast und vielleicht im ersten Moment nicht aufregend klingt, aber mach's einmal und spüre, wie aufregend das alles sein kann. Jössas nachherst. Ja, jetzt wird's bei mir wütend. Gell? Das ist alles super verständlich. Also, spür da. Haust da raus. Haust da raus. Spür da gut für dich hin, Herzelein, die du hier mit uns bist und überlege, was sich für dich richtig anfühlt und die Göttin, die du bist. Das ist das Wichtigste. Ganz genau. Ja. Ja, das war. Das war also, gut. Das war unsere Folge zum Lebensspeicher. Ja, das war das gut. Das war's jetzt wenn mal. Wenn man nicht wirklich vorbereitet ist, weiß man nicht, was aus ist, gell? Hören wir mal auf. Na gut. 11 ist jetzt gerade. Also, das ist ja perfekt. Ja. Ich glaube, das ist das Zeichen und das ist, was wir vielleicht noch mitgeben können und wollen, ist, verpflichte dich der Freude. Folge deiner Freude, weil Gott, die Fülle folgt der Freude. Mehr brauchst du gar nicht machen. Mehr brauchst du gar nicht machen. Und wenn du dir denkst, wie kann ich der Fülle der Freude folgen und die Fülle reinholen? Überraschung, Überraschung, am 1. April hätten wir da was Spannendes. Eine wunderschöne Masterclass, wo es genau um das geht und was den Liebesspeicher extrem füllt. Also da, also egal wie das voll stimmt. oder leer dein Speicher jetzt gerade ist, nach der Masterclass sprudelt der über bis zum geht nicht mehr. Es ist auch ein Teil unseres Konzepts immer auch diese, wie soll ich sagen, unter all den Frauen diese Liebe da wie einen Kreislauf zu verteilen und laufen lassen und fließen zu lassen. Also wir werden uns da gegenseitig auch auftanken und aufladen. Wir freuen uns schon so, wir sind gerade intensiv in den Vorbereitungen. Es geht so ab, es stehen so viele Frauen auf der Warteliste. So viel waren es noch nie. Nein, das war noch nie und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, so viel waren es noch nie. Ja, das ist schon, das ist immer wieder Wahnsinn. Beim Thema Liebe. In Wirklichkeit, wir waren da so viel Liebe rein. Ihr kriegt es in der Masterclass uns zwei pur.
Ja. Und die allen, wie so viele Frauen sagen ja zu uns immer, ich komme eigentlich nur zu euch, damit ich meine Energie auflade. Wir haben das eh schon öfters erzählt. Und das ist auch Teil von dem Ganzen. Thema. Ja. Und das ist ja auch so schön dann, wir haben noch nicht einmal wirklich gesagt, worum es geht, wenn wir uns ehrlich sind. Weil wir tauchen gerade ein bisschen ein in den Erschaffungsprozess. Ja. Und man muss wirklich sagen, es ist enorm, wie viele sich alleine auch ohne eine Info zu haben, sagen, ich muss dabei sein. Ist egal, was ihr macht. Geht ums egal, was ihr macht, wann ihr es macht, was kostet, ich bin dabei. Ja, das ist so geil. Sagt mir nur, wo ich sein soll, wann ich wo sein soll. Alles und das ist aber auch das All-In, von dem wir immer sprechen, wo wir einfach wissen, mit der Einstellung ändert sich alles. Und das sind auch die Frauen, die wir in der Masterclass haben wollen. Wenn du dir überlegst, ich weiß nicht und bin mir nicht sicher und gib mal mehr Informationen, dann ist es eh nicht. Aber wenn du spürst, wenn der Sog da ist und du denkst, ich will da rein und wenn du auch weißt, was der Podcast schon verändert in dir, dann stell dich mal darauf ein, was diese Masterclass nochmal verändert, weil das ist schon nochmal Next Level. Das ist Frag mal alle, die bei der letzten Masterclass dabei waren, was da passiert ist. Alles. Fülle auf allen Lebensbereichen. Da war alles dabei. Genau, bitte. Da gehen wir auch wieder eine. Also wie gesagt, wenn du da wirklich möchtest, volle Kanne deinen Speicher auffüllen möchtest, dann ist das sicher die Gelegenheit. Das ist richtig. Special. Super special. Hast du gesagt. Ja. So da. Na gut, ich habe noch ein paar wunderschöne Worte zum Abschluss. Hau sie raus, bitte. Ich möchte sie, vielleicht haben wir es schon mal gesagt, aber sie sind einfach so wichtig und wir wissen, das kann man nicht oft genug hören, weil schönste Frau, die da bei uns ist, du Göttin, du sexy Hexi, du zuckersüße Zuckerpuppe, du Liebeswesen, du, vergiss bitte niemals eines, du bist die Liebe deines Lebens. Und das beginnt schon damit, wenn du morgens aufwachst und dich freust, dass du dein Leben mit dir verbringen darfst. Achte ganz bewusst darauf, freundlich mit dir zu sprechen, liebevolle Gedanken über dich selbst zu denken. Du weißt, du bist vollständig. Du weißt, du bist genug. Du weißt, du bist liebenswert. Und du weißt, du bist genau richtig, genauso wie du bist. Jetzt, immer, in jedem Augenblick. Sei so tief mit dir verbunden, dass du jedem Impuls deines Herzens folgst, deine Grenzen setzt und für dich selbst sorgst, wie der aufmerksamste und verliebteste Liebhaber es tun würde. Sei du selbst dein Ort der Vergebung und des Mitgefühls. Achte gut auf dich, denn nur du, niemand sonst, kennt deine Bedürfnisse. Niemand sonst weiß, was deine Seele braucht, was dein Herz braucht, was du brauchst. Und nur du allein besitzt die Schlüssel zu deinem eigenen Glück. Du hast sie. Erlaube dir, alles fühlen zu dürfen. Erlaube dir, auch all das wieder loszulassen. Schau mit den Augen der Liebe und mit deinem liebevollen, offenen Herzen auf dich und all deine Gefühle. Du verdienst die Liebe, den Respekt, die Seelennahrung und die Güte, die du anderen so großzügig schenkst. Du bist hier, um dein Licht auf jegliche Art leuchten zu lassen. Und das darf sich einfach nur unendlich gut für dich anfühlen. Jo! Mögest du immer den Weg zu dir nach Hause kennen. Denn du bist die Liebe deines Lebens. Dankeschön. Wunderschön. Da habe ich schon den Ohrwurm. Deine Liebe deines Lebens. Wie geht das? Was? Lebenssein. Was hab's noch nicht? Lebens. Ich weiß nicht. Ich hab auch noch irgendwo, hab ich's ja. Ich hab nur das ist Wahnsinn. Ist das der Philipp Beusel oder sowas? Ah, der Philipp Beusel, ja genau. Ja. Der ist das, ja. Verzeihung, ist falsch ausgedruckt. Das kann man der Philipp Beusel. Der Philipp Beusel. Stefanie. Der Beusel. Der Beusel. Der Österreichisch. Stöpsel. Liebe meines Lebens, ja? Ja, das ist es, ja. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist die Liebe, weil du die Liebe meines Lebens bist, so ist. Weil du die Liebe meines Lebens bist, das ist schön. Das. Weil du die Liebe meines Lebens bist. Ja, so. Neues Lied für die Playlist. Bravo. Bravo, bravissimo. Jetzt haben wir es, ne? Wir zwei. Wir haben es. Wir drei. Wir waren dort. Gut. Wir drei. Wir drei. 1.700.000. So ist es.
Ja, also, fülle deinen Speicher, setze alles daran, dass der sich füllt. Du hast jetzt ein paar, ich glaube, 2, 3 kleine Tipps bekommen, was du machen kannst. Yes. Also überleg dir jetzt gleich, was ist der erste Schritt, jetzt erste, genau, der erste Love Habit, das du jetzt gleich umsetzt. Genau. Gut. Haben wir es, oder? Es bleibt uns nur noch. Ich sag's eh schon. Es bleibt uns nur noch eines zu sagen. Danke, dass du bei uns bist. Ja. Wir lieben dich über alles. Und jetzt bleibt uns wirklich nur noch eines. Liebe. Bussi. Baba. Mua, mua.